Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Mein Name ist Christoph von der Firma Autopartner und ich möchte euch heute das Facelift-Modell vom Chrysler Pacifica vorstellen. Zum einen zeige ich euch das Facelift-Modell, zum anderen möchte ich ihn aber auch direkt vergleichen mit dem Vorgängermodell bzw. mit dem ersten Chrysler Pacifica, damit ihr direkt mal die Unterschiede sehen könnt. Das ist jetzt ein Chrysler Pacifica Touring L und das ist ein Limited. Das hat aber für die Geschichte vorher, nachher keine Auswirkungen. Ihr seht hier, das alte Modell hat relativ langgezogene Scheinwerfer, die halt von außen reingehen. Den Grill hier noch ist noch Chrom drum und den Grill in matt-schwarz mit Wabenoptik. Der neue Pacifica oder das Facelift hat wesentlich kleinere Scheinwerfer, etwas sportlicher gehalten. Hat die Waben jetzt in schwarz glänzend lackiert und hat im unteren Bereich weniger Chrom. Wir haben hier unten kleinere Nebelscheinwerfer, die sind beim Limited noch hier unten groß und rund und mit so einer Plastikabdeckung ausgehöhlt. Das ist komplett weggefallen und optisch etwas modifiziert. Von hinten hat man auch das Ganze etwas zeitgemäßer gestaltet, weil heutzutage ja alle Leute auf durchgehende Leuchtbänder oder Bremslichter gehen. Das heißt, das Ganze ist jetzt ein Bremslicht. Ich mach mal, füll mal drauf. Ich steig mal auf die Bremse eben, damit man das sehen kann. So, das heißt, jetzt ist Licht an. Hier haben wir erstmal das normale Tagfahrlicht. Und wenn ich jetzt bremse, hat man das gerade gesehen? Ja? Super. Dann bremst halt das ganze Lichtband. Im Vergleich zum alten Modell haben wir halt noch zwei separate Leuchten. Die sind ja ursprünglich, wenn die aus Amerika kommen, mit roten Blinkern versehen. Das heißt, wir haben in dem roten Bereich hier Blinker und Bremse in einem. Das ist der Rückwärtsgang, wenn sie kommen. Und das müssen wir eh umrüsten. Vom Prinzip ist das Umrüstthema bei dem neuen das gleiche. Aber hier haben wir halt die alte Heckpartie mit zwei separaten Rückleuchten. Welche ihr schöner findet, könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Ansonsten zeige ich euch jetzt weiter das neue Modell. Von innen sind die gleich geblieben. Wie gesagt, bis auf Kleinigkeiten im Ausstattungsbereich. Nach wie vor das Nonplusultra-Argument für so einen Pacifica ist der Platz. Das bedeutet Do-and-Go-System. Das heißt, wir können hier alle Sitze ab der zweiten Sitzreihe, das heißt, wir können die beiden Sitze und die dritte Sitzreihe komplett im Boden versenken. Ich zeige euch mal, wie das funktioniert. Es geht extrem einfach, extrem schnell. Ihr müsst nichts losschrauben, nichts rausheben, nichts verstauen. Ihr könnt alles an Bord belassen und einklappen, mitnehmen, wie ihr das braucht. Wir fangen hier an. Den Sitz machen wir nach vorne. Dann ist hier unten ein Hebel, den machen wir hoch. Und dann tut sich diese Mulde auf. Wenn wir diese Mulde so verwenden möchten, wenn die Sitze ausgeklappt sind, haben wir zusätzlichen Stauraum. Genial. Wenn wir es anders verwenden möchten und die Sitze einklappen möchten, ziehen wir hier an diesem Bändchen. Steht drauf, Store and Go. Und dann, ich versuche mal, dass ich nicht möglichst im Bild bin, klappt der Sitz ein. Ich ziehe nur dran und der Sitz fällt schon von selber in diese Mulde rein. Ich kann nachdrücken und dann ist der Sitz ebenerdig im Fahrzeugboden versunken. Dauert, wenn man es jetzt in meinem Tempo macht, gar nicht so lange. Zauberei. Zauberei. Kofferraum zeige ich euch auch noch. Gleiches Prinzip. Ich weiß, viele von euch kennen das erste Pacifica-Video, aber trotzdem, man kann das nie oft genug sagen. Der Touring L hat hinten das Ganze manuell, aber auch hier gezogen. Die Lasche ist nicht beschriftet. Dann haben wir hier die Lasche Nummer 1, die Lasche Nummer 2 umgeklappt. So schnell ist das Ganze umgeklappt. Hier gleiches Prinzip nochmal. Und so, oh, da fehlt die Abdeckung, die müssen wir noch nachbauen. Aber so schnell kann man einfach enorm viel Platz schaffen. Das heißt, wenn ihr spontan zu Ikea wollt und Möbel kaufen wollt,
Kein Problem. Und das Ausklappen geht genauso schnell. Jetzt zieh es einfach wieder hoch. Zack. Sind die Sitze wieder da. Genial. Und das Geilste ist natürlich, ihr findet, ich sag mal, 6 Erwachsene Platz, weil wir haben hier zwar hinten 3 Kopfstützen. Hier kann man auch zur Not mit 3 Erwachsenen fahren, aber wir könnten locker easy 2 hinten, 2 in der Mitte und 2 vorne Erwachsene. Kriegen wir unter. Trotzdem haben wir immer noch viel, viel Kofferraum. Also ich zeige euch das mal. Wie viel... Ja, man muss es ja irgendwie demonstrieren. Also in dem Kofferraum gehe ich komplett rein. Vielleicht auch die Schwiegermutter. Also Platz ist da vorhanden. Ich setze mich mal auf die Rückbank. Ich bin jetzt 1,80 groß. Diese Stühle lassen sich nicht nach vorne und hinten schieben. Aber trotzdem sitze ich hier hinten bequem und habe wirklich, wirklich Platz. Das ist immer das Geile. Zweite Sitzreihe genau das Gleiche. Ich glaube, der Fahrersitz ist maximal hinten. Und auch hier habe ich Platz und kann immer noch bequem sitzen. Wir haben hier hinten USB-C und USB-Ladeports in den Sitzen. Wir haben Becherhalter, wir haben Getränkehalter ohne Ende. Also wir haben Ablagen, wir haben alles Mögliche. Das gibt es gar nicht. Ich finde, ihr merkt das, ich finde diese Dinge einfach selber geil. Sonnenschutz, Sonnenrollo, elektrische Schiebetüren. Jetzt zeige ich euch noch vorne das Entertainment-System. Von innen nach wie vor genial aufgeteilt. 9-Gang-Automatikgetriebe. Wir haben ja elektrische Schiebetüren, elektrische Heckklappe. Die können wir auch über den Schlüssel verstellen bzw. öffnen. Das heißt, wir können hier mit 2-mal drücken die Heckklappe öffnen, fernstarten, die Schiebetür links öffnen und die Schiebetür rechts öffnen. Für alle, die fragen, der Panikknopf ist bei allen amerikanischen Autos und wenn wir mal drauf drücken, passiert nichts, weil er läuft. Wenn wir den Panikbutton drücken, dann geht im Endeffekt eine Alarmanlage manuell an oder das Auto hupt ganz laut. Wir können die Schiebetüren auch von innen steuern. Das heißt, wir haben hier oben ein Steuerelement. Ich mache jetzt mal die linke Schiebetür zu, damit wir hier Ruhe haben. Lenkrad in Leder, Tempomat ist vorhanden. Wir haben sogar einen Abstandstempomaten, mittlerweile serienmäßig. Irgendwo ist Gebläse an, ich höre das noch, ne? Warte mal. Hinten, pass auf, jetzt zeige ich es euch. Hinten ist Gebläse an, das heißt, ich kann das von hier aus steuern. Kann man das so sehen gegen die Sonne? Ja, ne? Ja. Komfort, dann komme ich in den Klimabereich. Dann kann ich hier auswählen zwischen Front- und Rear-Klima. Also ich gehe jetzt nach hinten, weil hinten pustet es. Und sehe jetzt hier unten, dass hinten das Gebläse auf 5 steht und kann jetzt von hier aus sagen, ich will es auf 4, auf 3 oder auf 1 haben. Kann auch, wenn wir Kinder haben, hinten auf Lock Rear gehen. Dann ist hinten diese Steuereinheit, einmal die ist da über deinem Kopf quasi, dann ist diese Steuereinheit komplett geblockt. Man sieht das kleine Schlosssymbol da drauf. Und die steht jetzt auf High, die Temperatur. Das sorgt für Spaß da hinten, damit die Kinder richtig am Teller drehen und schwitzen. Ansonsten haben die mittlerweile ein 8,4 Zoll Touch-Display, was nochmal vom Design überarbeitet, also das Design an sich des Displays nicht, aber das Design der Software wurde nochmal überarbeitet. Wir können hier mittlerweile so Widgets einfügen. Das heißt, wir können uns nochmal die Favoriten aufteilen, wenn wir hier die Klimaabteilung haben wollen oder ich möchte meine Sitzheizung oder meine Lenkradheizung an- und ausmachen, dann kann ich mir wie so Favoriten hier hinterlegen. Im Bereich Media ist natürlich Radio, Bluetooth, AUX, USB. Wir haben hier unten diverse Anschlüsse. USB-C, USB, AUX. Da unten ist nur zum Laden. Und nochmal Zigarettenanzünder. Das heißt, hier können wir ganz viel drüber steuern. Wir können Apple CarPlay und Android Auto benutzen und ja, Sitz Memory haben die mittlerweile auch serienmäßig. Das Sitz Memory sind hier die beiden, also 1 und 2 sind die Positionen, die man einspeichern kann. Das gab es früher nur beim Limited serienmäßig, ist jetzt auch quasi eine Ausstattungsebene tiefer gerutscht und geholt worden. Wir können hier auch den Spurhalteassistenten ausstellen zum Beispiel. Wir können die Traktionskontrolle ausschalten. Also
nach wie vor ein geniales Auto für Familien. Wir haben gerade mal eben die Türen aufgemacht, weil hier war es so warm drin. Jetzt mache ich die mal wieder zu eben. Also es ist nach wie vor ein geiles Auto für Familien. Ja, Platz ohne Ende. Ihr müsst, also ich kann es immer wieder sagen, ihr müsst nichts ausbauen, nichts rausschleppen. Genial. Claudia fand das Auto immer kacke. Die nickt im Hintergrund immer noch. Findest du es immer noch kacke? Nein, ich finde das Auto nicht mehr kacke. Ja, ich laber nicht. Nein, also ich würde es mir als Einzelperson nicht kaufen, aber ich würde es, für Familien ist es genial. Für Familie ist es geil, ja. Ne? Becherhalter. Auch als Einzelperson ist es geil. Man kann halt so viel mitnehmen, man kann quasi drin wohnen. Wir haben jetzt einen Kunden, der war der ist Surfer. Der hat sich das zu so einem Van umgebaut und ist super begeistert, weil du kannst hier theoretisch auch eine Matratze reinschmeißen hinten. Kannst hier super drin pennen. Also es kommt auf dem Video nicht so groß rüber, aber es ist wirklich sehr groß und sehr viel Platz. Soll ich mich mal da hinlegen? Klapp mal um. Hol doch mal eine Matratze. Ich hole eine Matratze, habe ich jetzt nicht, aber pass auf. Ich zeichne das mal eben. Also, der Sitz ist jetzt ganz hinten. Und wenn ich jetzt liege, habe ich immer noch Platz. Also ich kann meine Arme ausstrecken und liege komplett in diesem Auto. Man kann auch zu zweit hier drin liegen, sehe ich gerade. Also hier ist Platz. Das gleiche von mir geht nochmal daneben. Jetzt mit etwas komfortableren Untergrund, aber man kann hier drin pinnen. Top. Ich sag doch, hier kann man drin wohnen. Hier kann man auch drin wohnen. Also, das war unser Video zum Pazifika. Das war jetzt nicht geplant, dass wir uns hier reinlegen, aber man ist ja immer offen für Neues. Ich bedanke mich wieder mal fürs Zuschauen, wünsche euch eine schöne Woche, bleibt gesund, danke fürs Zuschauen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Bis zum nächsten Mal. Ciao.